Während meiner Besuche bei verschiedenen Truppenteilen der Bundeswehr begegnen mir immer wieder Verantwortliche, die sehr offen über ihre Sorgen und Probleme bezüglich ihres Dienstalltages sprechen. Hier zwei Beispiele. Herr Admiral, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme der Einsatzflottille 2, dem Verband, den Sie vorne anstehen? Die größten Probleme, die wir derzeit haben, ist das ausreichendes Personal zu haben. Insbesondere in sogenannten Mangelverwendungsreihen, also in Berufen sozusagen, die besonders nachgefragt werden. Da haben wir derzeit Probleme, Personal zu gewinnen. Das ist gerade im operativen Bereich. Die Waffensysteme der Artillerie, die Panzerhaubitze 2000 und der Raketenwerfer Mars haben sich in Deutschland, aber jetzt auch seit einem Jahr in der Ukraine bewährt. Unser größtes Problem ist, dass diese Waffensysteme schon etwas in die Jahre gekommen sind. Das heißt, wir brauchen dringend Ersatzteile, aber auch insgesamt mehr Waffensysteme, um Vollausstattung zu erreichen. Antworten auf diese Probleme müssen zum einen wir als Gesellschaft und zum anderen die Mandatsträger in der Politik finden. Einer davon ist der Bundestagsabgeordnete Herr Henning Otte, der sich am Rande einer Vereidigung in Munster spontan zu einem Interview bereit erklärte. Bei mir ist Henning Otte. Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages und verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wenn ich richtig das noch in Erinnerung habe, sogar stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Eins von beiden gibt es nur. Entweder ist man Sprecher oder stellvertretender Ausschussvorsitzender. Ich bin jetzt Ausschussvorsitzender, Sprecher war ich vorher. Ah, okay. Wieder was gelernt. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich kurz Zeit für mich nehmen. Wir treffen uns hier heute in Munster bei einem Gelöbnis des Artillerie-Lehrbataillons 325. Sie haben ja heute die Ehrenrede gehalten und danach den Rekrutinnen und Rekruten zu ihrem Gelöbnis gratuliert. Warum ist es Ihnen dann so wichtig, Kontakt zu den Soldatinnen und Soldaten hier vor Ort zu haben? Uns als Mitglieder im Verteidigungsausschuss ist es ganz besonders wichtig und mir auch persönlich als Abgeordneter, der auch aus Bergen kommt, also NATO-Truppenübungsplatz, den direkten Kontakt zu haben. Zu hören, was waren die Motivgründe für diesen ja so wichtigen Lebensabschnitt, der jetzt eingegangen worden ist? Woher kommen die Menschen? Was steckt also für eine Familie auch dahinter? Weil nur wenn man die Menschen kennt, weiß man auch, wie die Bedürfnisse sind. Egal an welchem Standort ich bin, meine Zuschauer wissen, ich berichte ausschließlich über die Bundeswehr, verraten mir die zuständigen Kommandeurinnen und Kommandeure, dass das größte Problem, das sie haben, das die Bundeswehr hat, der Personalmangel ist. Herr Otte, plump gefragt, was tun wir denn? Meine Forderung war schon immer, die Bundeswehr besser, stärker auszustatten. Jetzt gibt es die sicherheitspolitische Lage her, aber es ist nicht mit einem Fingerschnipp getan. Das Wichtigste ist die Anerkennung für den Dienst. Das sind aber auch, dass die beruflichen Rahmenbedingungen passen. Das heißt, volle Ausstattung, moderne Ausrüstung, aber eben auch ein Verteidigungsetat, der kontinuierlich steigt. Wir müssen aber auch die schnelleren Bewerbungsverfahren durchführen können. Manchmal warten Bewerberinnen und Bewerber zu lange auf eine Antwort. Hier muss die Bundesrepublik Deutschland insgesamt stärker werden. Also Stärkung des Personalamtes dann auch im Prinzip, wenn man das so möchte. Ja, und möglichst auch schneller zu agieren. Das liegt nicht an den einzelnen Mitarbeitern, aber das Prüfverfahren dauert sehr lange. Und da muss man sich einfach mal auch trotz Rechtsprüfung, trotz Sicherheitsprüfung, auch mal in die Augen gucken. Ich glaube, dann weiß man schon sehr deutlich, was für ein Charakter dahinter steckt. Ich durfte neulich bei einem Pressetermin mit dem Bundesminister für der Verteidigung seinem Statement zum Thema Wehrpflicht lauschen. Der Tenor war, die Aussetzung der Wehrpflicht war ein großer Fehler, den aber jetzt ad hoc zu beheben, sei nicht möglich. Wie stehen Sie denn persönlich zum Thema Wehrpflicht? Ist natürlich leicht aus der jetzigen Sicht, wenn Herr Pistorius dies so sagt. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt 2012, als es weit und breit keine sicherheitspolitische Notwendigkeit gab, in den Artikel 2.1 des Grundgesetzes in die allgemeine Handlungsfreiheit einzugreifen. Und deswegen ist der Deutsche Bundestag einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zuvorgekommen. Dieser verpflichtende Wehrdienst ist nur ausgesetzt. Er könnte wieder eingesetzt werden, aber die sicherheitspolitische Lage ist zum Glück nicht gegeben. Wir haben als CDU einen Bundesparteitagsbeschluss durchgeführt, dass wir für die allgemeine Dienstpflicht sind. Nicht nur für den militärischen Einsatz, auch für Blaulichtorganisationen, auch im Ehrenamt. Um zu sagen, wir müssen bereit sein, mehr für unser Land zu tun. Und ich verspüre eine große Resonanz, insbesondere auch bei jüngeren Menschen zu sagen, ja, ich bin bereit, eine Zeit lang mich auch einzubringen, weil wir was tun müssen für die Gemeinschaft. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. So, jetzt sind Sie als Zuschauer gefragt. Zum einen gerne einen Daumen nach oben für meinen Kanal und natürlich sowohl abonnieren als auch die Glocke drücken. Und zum zweiten, wie stehen Sie zum Thema Dienstpflicht?
lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Unterstützen Sie mich auch gerne, diese Art der Berichterstattung ist nämlich nur mit Ihrer Hilfe möglich. Link in der Videobeschreibung oder rechts oben auf das i klicken.